Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo, herzlich willkommen. Und letztens hat mich einer auf WhatsApp angeschrieben und hat gesagt, du Martin, du bist doch immer gegen alle Wasseraufbereiter. Du sagst doch immer, Wasser wird nur mit Wasser gepflegt, wenn das Wasser alt ist, dann schmeißen wir das weg, ersetzen es gegen Neues. Wie ist das eigentlich mit deinem Biofaktor? Diesen Biofaktor hast du letztes Jahr so hoch angepriesen und hast es dann den ganzen Sommer über mit deinem Futter verschenkt. Und ist das jetzt das Allheilmittel, das Mittel der Wahl, wo man anwenden sollte? Und wenn ja, warum hast ausgerechnet du das Mittel, das hilft und alles andere soll schlecht sein? Und dann habe ich gesagt, lieber Thomas, überhaupt kein Problem, es wird in Kürze einen Blog dazu kommen. Heute ist der Tag, heute wird der Blog veröffentlicht mit dem Nutzen von Biofaktor. Und wir sagen ganz ehrlich, Biofaktor hat natürlich wie jedes Produkt, das aus Japan kommt oder sonst irgendwo, viele Versprechungen parat. Wir haben es damals erwähnt, da wird behauptet, das sind irgendwelche Substanzen, die ihr Teich dann wieder in die wasserchemische Substanz oder in die wasserchemische Form eines Naturteiches verwandelt. Sei Ihnen ganz ehrlich, ist für mich alles kompletter Quatsch, absoluter Bullshit auf Deutsch gesagt. Sowas funktioniert auf die Art und Weise nicht. Ich glaube, selbst wenn man jetzt aus Japan Naturteichschlamm hier rüberfahren würde, in einen Teich kippen, da hätte man keine japanischen Verhältnisse. Weil die Wasserchemie, die sich in einem Teich einstellt, die hängt von so vielen äußeren Faktoren ab, ja, dass sich eine Urkonsistenz immer irgendwo verändern würde und immer dahin geht, was man dann am Ende wieder an Ausgangsstoffe, wie zum Beispiel auch das Wasser, das jetzt Regenwasser ist oder ein kalkhaltigeres Leitungswasser, mit dem das eigentlich am Ende gemanagt wird. So. Aber dennoch haben wir das ganze Jahr über Biofaktor hier angewandt und alle Kunden, die es angewandt haben, schwören darauf, weil es hat zwei absolut geniale Effekte. Biofaktor, die Grundsubstanz, ist sogenanntes Calciumcarbonat. Und Calciumcarbonat ist eine der Grundsubstanzen für die Carbonatherde, die KH-Herde, die ja zumindest in unseren Breitengraden sogenanntes Calciumhydrogencarbonat ist. Das ist jetzt allerdings kein Calciumhydrogencarbonat. Calciumhydrogencarbonat kann auch in Pulverform oder in wässriger Lösung, ja, in wässriger geht es wahrscheinlich, aber in pulveriger Form kann das nicht stabilisiert werden. Darum geht es nur über den Weg des Calciumcarbonats. Calciumcarbonat ist CaCO3, wird dann im Wasser gemeinsam mit Wasser und mit CO2, was die Fische ja abatmen oder auch die Algen nachts, wird es dann CaHCO3 zweifach. Und das ist dann am Ende die Carbonatherde. Gibt man also Biofaktor ins Wasser rein, dann wird das Wasser erstmal trüb, reagiert dann mit dem CO2, mit dem freien CO2 im Wasser und wird Carbonatherde. Und ist die Carbonatherde einigermaßen hoch, hat es im Koi-Teich den Vorteil, dass der pH-Wert gepuffert wird. Wendet man also regelmäßig Biofaktor an, hat man keine so hohe Schwankung des pH-Wertes mehr, das ist das eine. Der pH-Wert ist ein bisschen höher, als wenn man es nicht anwenden würde, kommt natürlich jetzt aber auch wieder auf den Fischbesatz und viele andere Faktoren an. Da sollte man vielleicht mehrere Blogs, wo wir mit den Themen Carbonatherde, freies CO2 und pH schon aufgezeichnet und auch ausgestrahlt haben, anschauen, um das ganze Thema zu verstehen. Und wir haben den Vorteil, dass dieser Kohlenstoff, der da drin gehalten ist, über die Wasserherde den Filterbakterien angeboten wird, das stellt auch wieder die Nahrungsgrundlage für die Filterbakterien dar. Weil die Filterbakterien von Ammonium und Nitrit leben, wo kein Kohlenstoff drin ist, müssen sie den Kohlenstoff fremd beschaffen. Und das ist oftmals das Problem in den Teichen, wenn man zu wenig Wasserwechsel macht oder zu wenig Calciumhydrogen oder Hydrogencarbonat im Wasser hat, dann kann sich die Carbonatherde aufzehren und irgendwann ist keine Nahrung mehr für die Filterbakterien da und es ist auch keine Puffersubstanz und pH-Wert mehr da. Das heißt, in erster Konsequenz pH-Wert fällt, in zweiter Instanz heißt es, dass der Filter nicht mehr arbeitet, weil die Bakterien sich nicht mehr reproduzieren können. Das sind also die Folgen. Und wie wendest du es hier an? Melanie hat hier einen ganz einfachen Indikator entwickelt. Wann ist immer der Zeitpunkt für dich zum Zudosieren? Wenn der pH-Wert bei unseren Messungen täglich, wir schauen ja täglich nach den Wasserwerten, wenn der pH-Wert unter 7 geht, no, dann wird das Wasser aufgehärtet, also dann gebe ich immer eine bestimmte Menge, je nach Wasservolumen, in das Becken rein und dann kann man wirklich sehen, dass am nächsten Tag der pH-Wert sich schon wieder um 0,2, 0,3 nach oben stabilisiert. Genau, und entsprechend auch die Wasserhärte, wenn man die misst, die geht auch nach oben. Jetzt könnte man auch andere Produkte nehmen, wie zum Beispiel Natriumbicarbonat, da braucht man sehr viel weniger, hat eine sehr viel höhere Lösung. Bin ich ehrlich gesagt kein so großer Freund von, weil ich liebe eigentlich dieses sich langsam auflösen, weil es für die Fische weniger Stress ist, weil der pH-Wert wirklich ganz sachte nach oben geht. Es hat aber eine wesentlich schlechtere Löslichkeit als jetzt beispielsweise Natriumbicarbonat. Was noch ein gigantischer Vorteil ist, wenn Sie dieses Produkt ins Wasser eingeben, dann wird der Teich erstmal trüb. Also ich würde es auch immer in den Abendstunden machen.
Und dieses Trübe sorgt aber dafür, oder dieses gelöste Calciumcarbonat sorgt am Ende dafür, dass viele Schmutzpartikel im Teich, die so schwebend sind, die auch nur sehr schwer zum Bodenablauf oder zum Skimmer gelangen, dass die beschwert werden und dass die gemeinsam mit dem Calciumcarbonat absinken. Und ich beobachte immer wieder, dass das Wasser nach der Anwendung am nächsten Tag ist wirklich brillant klar. Also wenn Sie manchmal diese diffuse Trübung im Teich haben, wo Sie nicht wissen, wo kommt es her, ist es Kot oder mitunter auch eine beginnende Algenblüte oder, dann wenden Sie das mal an. Vielleicht, wenn eine beginnende Algenblüte kommt, vielleicht auch mal tagsüber anwenden. Dadurch sorgen Sie, dass kein Sonnenlicht im Teich kommt. Kann auch einen Effekt haben, dass sie dann vielleicht gar nicht aufkommt oder relativ früh abstirbt. Auch die Algen können mitunter abgeschattet werden damit, weil sie das auf die Algen, das sehen Sie dann auch, die Algen werden dann erstmal weiß. Häufig werden die Algen dann auch braun, weil sie einfach kein Sonnenlicht mehr für die Photosynthese haben. Also es hat da wirklich auch, was die Klärung des Wassers angeht, einen tollen Effekt. Und wenn Sie sehen wollen, wie man völlig irre dieses Biofaktor anwenden kann, dann gehen Sie auf meine private Facebook-Seite, Martin Kammerer. Da habe ich ein Video eingestellt, das ist schon ein paar Wochen her, wie Olli Rockisch, während er mit seiner Mannschaft in seinem Garten feuchtfröhlich gefeiert hat, wie er das dann auf ganz spezielle Art und Weise angewendet hat. Also vor allem Frauen lieben das Video. Und gucken Sie einfach mal vorbei. Würde uns freuen. Und wie gesagt, dieses Jahr über den Sommer auch wieder zu allen unseren Futtersorten tolle Angebote, wo wir dieses Biofaktor zuschenken. Wir haben geguckt, es kostet immer noch in manchen, bei Amazon glaube ich, um die 30 Euro, 25 Euro. Also es ist ein hochwertiges Produkt, bei uns ist es for free. In diesem Sinne. Viel Spaß bei der Anwendung, viel Erfolg. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.